Orangenbäume, soweit das Auge reicht. Die Plantage Naranjas del Carmen an der spanischen Mittelmeerküste. Über Jahre lag der Betrieb brach. Viele Zitrusbauern in der Region Valencia haben aufgegeben. Doch Gonzalo und Gabriel Urculo wagten mitten in der Krise einen Neuanfang. Oder, wie sie es nennen, eine Orangenrevolution. Heutzutage werden in Europa rund 100 Millionen Tonnen Lebensmittel verschwendet. Das ist ein Drittel der Gesamtproduktion. Deshalb ernten wir nur entsprechend der Nachfrage. Die Orangen, die heute vom Baum gepflückt werden, sind in 2 Tagen bei dem Kunden zu Hause, der sie bestellt hat. Die beiden Brüder setzen ausschließlich auf den Direktverkauf über das Internet. Per Handy oder Laptop können Kunden aus ganz Europa die Orangen direkt vom Baum bestellen. Klingt einfach, ist es aber nicht. Alles in der Landwirtschaft geht langsam voran. Man kann die Natur eben nicht dazu zwingen, dass die Früchte größer oder eher reif werden. Doch das Internet ist ein schneller Verkaufskanal. Die Leute sind daran gewöhnt, dass alles von einem Tag auf den anderen da ist. Es war anfangs eine große Herausforderung, diese beiden Welten miteinander zu verknüpfen. Inzwischen läuft es rund. Während der Erntezeit gehen rund 10.000 Kilo Orangen pro Tag in mehrere EU-Länder, Tendenz steigend. Deutschland ist für die Orangenrevolution der wichtigste Markt. Und die beiden Spanier gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Jeder kann bei der Orangenrevolution mitmachen, indem er per Mausklick ein Bäumchen kauft. Als sogenanntes Crowdfarming haben sie sich diese Idee schützen lassen. Jeder virtuelle Landwirt hat den Anspruch auf einen Teil der Ernte und kann auf der Webseite verfolgen, wie sein Baum gedeiht. Durch Crowdfarming können Leute, die weit ab von der Natur in Großstädten wohnen, den kleinen Bauern oder Gärtner in sich herauslassen. Sie besitzen dadurch ihr Stückchen Natur in Spanien. Mit ihren neuen Ideen machen sich die Brüder aber nicht nur Freunde. Vor allem große Handelsketten schauen argwöhnisch auf das Crowdfarming im Orangenhain. Es ist offensichtlich, dass wir für andere ein Störfaktor sind. Wir sind ja noch klein, aber diese direkte Verbindung zwischen Konsument und Erzeuger missfällt jetzt schon einigen Firmen, die sonst am Zwischenhandel verdienen. Aber ich glaube, es ist Platz für alle da. Ihr Betrieb wächst jedenfalls rasant. 30 Angestellte arbeiten inzwischen für Naranjas del Carmen, eine junge Mannschaft aus 9 verschiedenen Nationen. Und die Orangenrevolution hat gerade erst begonnen.